Willkommen zu Ihrem Sternenführer Astrophonie. Hallo an alle mit Sternzeichen Fische und Aszendent Fische. Willkommen zu der Woche vom 2. bis 8. März. Liebe Fische, in dieser Woche wird ein Vollmond in Ihrem entgegengesetzten Zeichen der Jungfrau entstehen. Deshalb handelt es sich um eine wichtige Woche des Jahres für Sie. Während der Mond am Wochenanfang im Zeichen Löwe fortschreitet, könnten Sie sich etwas mehr auf Ihre alltäglichen Erledigungen und Routine konzentrieren. Gesundheitlich könnten Sie etwas empfindlicher sein und deshalb Zeit für die Erholung oder Ihre tägliche Pflege investieren. Nach dem 4. wird der Mond in das Zeichen Jungfrau übergehen. Somit werden Sie sich vermehrt auf Ihre Beziehungen konzentrieren. Am 5. März wird ein intensiver Vollmond 14 Grad im Zeichen Jungfrau entstehen. Mit diesem Vollmond könnten Sie einige Entscheidungen bezüglich Menschen treffen, zu denen Sie eine Beziehung haben. Es könnten bedeutende Verwandlungen in Ihren privaten Beziehungen auftreten, die Sie zur Eheschließung führen oder Sie einige Abmachungen oder Verträge in Ihren geschäftlichen Beziehungen abschließen, über die Sie schon seit einer Weile nachdenken. Falls Sie problematische Beziehungen haben, könnten Verwandlungen auftreten, Sie sich für das Beenden dieser entscheiden und so einige Veränderungen erleben. Venus, Mars und Uranus werden alle im Zeichen Widder fortschreiten. Demnach könnte sich Ihr Interesse und Ihre Energie etwas mehr auf das Thema Geld verlagern. In dieser Woche könnten Sie einen sehr starken Andrang zum Einkaufen haben und diesen nur schwer kontrollieren können. Denn das Dreieck vom Jupiter mit Venus und Uranus könnte diesen Andrang sehr übertreiben. Insbesondere falls Sie sich in dieser Woche in Einkaufszentren aufhalten sollten, könnten übertriebene Situationen eintreten, die außer Ihrer Kontrolle geraten werden. Sie könnten hauptsächlich viel Geld für Ihre eigenen Wünsche ausgeben. Allerdings könnten Sie auch überraschende finanzielle Unterstützung erhalten. Sie könnten einige Einnahmen aus Ihren Arbeiten, Projekten und Leistungen generieren. Beispielsweise könnten Sie einen neuen Kunden gewinnen, eine geschäftliche Abmachung abschließen und überraschende Chancen in diesem Bereich begegnen, liebe Fische. Wichtig dabei ist, die Einnahmen und Ausgaben im Gleichgewicht zu halten und sich von jeglicher Übertreibung und Verschwendung fernzuhalten. Bis bald!